Moin Leute, da sind wir wieder. Ich hätte euch ja jetzt auch eine Folge zeigen können, wie ich nur Steine nachlege, aber ich habe das mal nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe die Steine gebrutzelt und werde die jetzt ganz normal verbasteln. Ich denke mal, das ist die beste Lösung. Weil sich das gerade mit dem Ende der letzten Folge, also weil das gerade mit dem Ende der letzten Folge ganz gut gepasst hat. So, aber ich möchte erstmal außenrum alles fertig haben, bevor wir dann innen weiterbauen. Ich hoffe, wir kommen hin mit den Steinen, aber bei meinem Glück wird das natürlich nicht ganz reichen. Zwei Stacks haben wir ja noch. Hab ja reichlich. Nee, Quatsch, einen noch. Einen und ein paar Steine. Naja, ein paar Steine sind noch drin. Einen Enderman hatte ich noch gesehen. Der lungerte bei uns vor dem Haus rum. Also der hing da hinten an der Ecke, aber der scheint sich auch verflüchtigt zu haben. Ja, doch, das sieht ganz gut aus mit den Steinen. Ganz werden wir nicht hinkommen, aber es sind ja noch ein paar, sind ja noch im Ofen. Da werden wir jetzt auch noch mal schnell hinhetzen, denn wir müssen noch mal welche nachlegen. Ich habe mir jetzt eine Lösung überlegt für das Hausproblem. Und zwar werde ich hier ganz normal zwei Reihen freilassen und dann werde ich hier nochmal ganz normal mit einer Steinreihe werde ich nochmal eine Mauer bauen und dann da auch nochmal Glas. Und dann sollte das Ganze hübsch aussehen, hoffe ich jedenfalls. Und dann haben wir auch das Beleuchtungsproblem nicht, weil wir dann von innen die Fackeln dran setzen können. Und dann sieht das hoffentlich etwas schöner aus. So gefällt es mir jedenfalls nicht so gut. Naja, das ist, man versucht halt irgendwas zu bauen und. Aber das ist ja das Schöne bei Minecraft, wenn es einem wirklich überhaupt nicht gefällt, also so gar nicht, selbst wenn man es umgebaut hat, dann kann man es immer noch mal abreißen und halt noch mal von vorne probieren. So, das mit den Steinen hier haben wir jedenfalls schon mal fertig. Das ist schon mal schön. Ja, das Feld, das wächst auch nicht so schön. Machen wir denn das mit den Toren? Also da wäre ich ja dann geneigt, hier ein Tor hinzusetzen, auf der anderen Seite halt genauso. Das würde sich ganz gut anbieten. Ich muss hier aber noch mal die letzten fünf Steine reinbasteln, dann passt das ganz gut. Die Workbench haben wir mit, aber wir können es auch gleich hier machen. 2, 2, 2. Und zack, zack. Und Tore. Und ich glaube, noch eins brauchen wir. Nee, Moment. Jetzt habe ich ja falsch gedacht. Wir brauchen ja mehr. Brauchen ja immer Doppeltore. So, sechs brauchen wir. So, pling, pling. Tor und dann ist die Beleuchtung da, ne? Ja, das passt ganz gut. Hätte ich hier auch nochmal Tore setzen können. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich dann nochmal gucken. Zu viele Tore wollte ich jetzt auch nicht unbedingt setzen.
das ein oder andere Tor schon. Wäre dann da und da die Beleuchtung. Ja, doch, das reicht. Das reicht alle Male. So, dann wollte ich gleich nochmal nach dem Essen gucken. Irgendwie habe ich so das Gefühl, uns ist da etwas Essen verlustig gegangen bei der Creeper-Explosion. Ist das richtig? Ja. Denn ich hatte jetzt nur noch die Pilzsuppe im Gepäck, aber irgendwie hatten wir doch wesentlich mehr Essen und ich weiß im Moment nicht, wo das geblieben ist. Da ist es, weil wir es irgendwann mal rausgepackt haben. Ich weiß nur nicht warum. Wie auch immer, dafür lasse ich dann die Schalen mal da. Und als allererstes essen wir erstmal... Naja, machen die Tür auf. Eigentlich wollte ich mir nur so einen Apfel reinziehen. Ach, hat nicht gereicht. So, zack. Apfel. Ja, doch, ich werde das machen. Ich werde doch nochmal 4 Tore bauen. 2, 2, 2. 2, 2. Bing, dann muss ich ein paar neue Kisten bauen. Natürlich wieder viel zu viele. Stickies 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. So, bing. Nee, das passt natürlich nicht. So passt es. Und dann haben wir nochmal 4 Tore und dann machen wir auch hier in der Mitte noch Abgänge und dann passt das schon alles. Und dann hat man jetzt auf jeden Fall genügend Auswahl, wo man denn dann rein oder raus möchte. So, Ding, dann da eine Fackel, da. Da eine Fackel, meine Herren. Es wird auch schon wieder dunkel, das heißt, wir müssen gleich nochmal pofen gehen. So, 1, 2. Da eine Fackel und da eine Fackel. Ja, beleuchten müssen wir auch noch ein bisschen. Und das Haus auf jeden Fall schöner machen. So kann das nicht bleiben. Das kann man keinem so anbieten. Das sieht echt nicht so schön aus. Also nicht so schön, wie ich mir das gedacht hatte. Da werden wir dann einfach hier 1, 2, poff. Achso, das geht nicht, weil Mizi im Weg sitzt. Und dann hier 1, 2, poff. So, naja, das sieht jetzt natürlich blöd aus hier mit den Pfeilern, aber im Endeffekt kommen die ja weg, weil dann halt hier das weitergeht. Das war natürlich 1 zu weit. Ja, da hat sie Spitzhacke dann hinter sich. Jetzt müssen wir hier dann aber schon rüber gehen. Hallo, Stein. Zonk. So. Ja, doch, das reicht zum Durchlaufen. Da können wir mit leben. Na, da können wir keinen vorsetzen. Das müssen wir so machen. Ja, doch, das geht. Und dann kommt das hier, dann kommt hier nochmal Glas bis zur Decke und dann passt das schon. Ja, miau, miau. Hier lasse ich dann das einfach als Vorraum. Und das wäre ja dann bis hierhin. Ja, und dann kommt man rein und... Doch, das passt. Ich mache jetzt erstmal nur zu den ganzen Klumpatsch hier, weil ich noch nicht weiß, wo ich denn dann die Tür hinsetze. Naja, eigentlich müsste sie ja dann schon hier hin.
Holzhacken wollte ich. Entschuldigung, Holzhacken wollte ich ja noch ein wenig. Ach Mensch, ich hoffe, dass der Weizen wächst dann endlich mal. Ja, Kürbisse würde ich ganz gerne finden, ist aber auch wieder so eine unendliche Geschichte. Melonen, da bin ich ja mal gespannt drauf, ob wir jemals in dieser Welt hier Melonen finden werden. Da bin ich noch überhaupt nicht überzeugt von. Die einzige Möglichkeit, genauso wie an Slimes zu kommen, ist dann halt einfach mal zu gucken, mit einem anderen Programm, wo passiert denn überhaupt das Ganze? Also wo spawnen denn überhaupt die Slimes und wo gibt es hier ein Dungeon? Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also mit einem Programm nachgucken, ja, das ist irgendwie, ja, eigentlich ist es ja Cheaten, ne? Also das unbedingt so, das ist, was ich möchte, das weiß ich halt noch nicht. Das überlege ich mir noch, ob ich das machen möchte oder nicht. Ansonsten gehen wir dem ganz normalen Tagesgeschäft nach. Bauen, bauen, bauen. Ein bisschen erkunden, dann wieder bauen. Halt, was man so macht bei Minecraft. Achso, ich habe übrigens rausgefunden, warum das hier fließendes Wasser ist. Weil ich es nicht gesehen habe, dass es hier wirklich fürchterlich tief runtergeht. Oh. Kann ich eigentlich meine Fackel setzen? Hier ist irgendwie noch Höhle. Zur Abwechslung mal eine Höhle. Nicht, dass wir hier genügend hätten. So. Komme ich aber ganz schlecht wieder rausgetaucht. So. Das konnte man bei dem brackigen Wasser eigentlich einfach nur so schlecht sehen. Deswegen habe ich das immer nicht gesehen. Na, ich glaube, unsere Axt hält auch nicht mehr allzu lange. Also so viel Holz habe ich noch in keiner Welt geklopft wie jetzt hier in dieser. Ansonsten habe ich immer nur das Minimum geklopft an Holz, das was ich halt brauche. Na, ich denke mal, jetzt hat es aber wirklich gleich hinter sich. Jawohl, da ist sie hin. Den Rest dübeln wir hier noch mit der Handverkloppung raus. Und dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Äpfel droppen. Ach, wir können ja auch hier reingehen. Wobei rein theoretisch könnte man hier an den Ecken auch noch mal irgendwie Tore setzen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen dann overpowered. So, da setze ich lieber eine ganz normale Beleuchtung. Ja, da müssen wir uns auch gleich drum kümmern, dass wir dann mal anfangen, hier die Beleuchtung auf den Zäunen zu setzen. Das muss auch sein. Kürbisse hätte ich, wie gesagt, ganz gerne für irgendwelche Laternen oder irgendwelche anderen Beleuchtungen. Fällt einem natürlich ein bisschen schwer zu benutzen, wenn man keine hat. Ich habe auch noch im Schnelldurchlauf, also wirklich jetzt keine irgendwie gesehen, dass ich jetzt sagen könnte, ah ja, da und da und da, da sind welche, aber ich bin hier noch nicht offscreen so großartig rumgelaufen, dass ich jetzt sagen könnte, oh Gott, ich habe es falsch gemacht. Dass ich sagen könnte, da sind Kürbisse. Leute, ich wollte mir gar keine Axt bauen, Spitzhacke bauen. Ich wollte mir eine Axt bauen. Und beim Erzählen habe ich es dann glatt verrissen. Aber jetzt 1, 2, 3, puff, fertig. Gut, wie es denn mit dieser Welt weitergeht, das werden wir sehen in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Tschüss.